Hallo zusammen und willkommen zum Rush, den wir schon verloren haben gegen die scharfen Chilis. Ist ja egal, wie viele Angriffe die noch haben. Ich muss mich hier ein bisschen sputen. Meine Kaffeepause ist nicht endlos lang. Und ich bin noch ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man es irgendwie raus. Okay. Eigentlich ist ja egal, wie viele Punkte ich mache. Ich werde mir einfach mal ein, zwei Sachen schnappen, wo ich denke, dass die schwierig sind und einfach mal zum Üben, weil der Krieg ist eh entschieden. Da kann ich üben. Und gegen die Kombination Cupido Alfricke, dann hilft eigentlich nur der Fatz, den wir auch definitiv jetzt einsetzen werden. Dazu packen wir ein Dreier-Stack Damage und vielleicht den Mickey oder so. Ja, vielleicht ein Mickey. Oder den Kollegen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Tü-tü-tü-tü-tü. Waddles. So. Und jetzt wollen wir Damage haben. Und Damage holen wir uns über Lila. Nehmen wir Lila mit. Element Death Down. Dicker, fetter Damage. Und was packen wir noch dazu? Death Down vielleicht oder ein Attack Up. Haben wir sowas? Oder einfach noch mehr Damage? Ja, der ist eine gute Option. Auf jeden Fall läuft das so ab. Und dann gehen wir mal rein und hoffen, dass wir von einer der drei Farben zwei Matches gleich bekommen, um uns ein bisschen abzusichern. Lila sieht schon mal gut aus. Lila geht auf der einen Seite in Blau über. Grün sieht katastrophal aus. Gelb ist auch nicht gut. So, da ist gerade jemand reingeplatzt bei mir. Das habt ihr ja mitbekommen. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Lila. In der Hoffnung, dass das reichen wird. Oh, stopp. Okay, als erstes machen wir ihn. Zack, zack, zack. Dann machen wir den Fatz an. Jetzt müssen wir eigentlich nur hoffen, dass wir noch mal Lila bekommen. Ach, wir machen das so. Wir haben ja die Ente. So oft. So, zack. Das ist sehr gut, dass das nicht reflektiert war. Aber das war's für Bären. So, der nächste. So. Hier werden wir mit Franz spielen. Franz wird hier MVP werden, glaube ich. Franz. Frick. Ekanen. Krampus. Elfricke. So, und der Dick Damage kommt am Ende über ihn und am wenigsten über Franz. Deswegen machen wir das so rum. So. Wir haben gut Lila für Alfricke. Ist natürlich nicht Opti. Wir machen erstmal den, da kriegen wir nämlich Blau auch.
Gehen wir uns erstmal einen Spot abholen. Vielleicht fährt ja Grün hinterher. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Grün. So, also, zack. Das ist jetzt kein großer Death Down, aber wir müssen es spielen. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir so viel wie möglich treffen. Das können wir so spielen. Das machen wir so. Perfekt. So, das war Inferno. Dann aber an den nächsten. Miriam. Miriam habe ich gelernt, kein Mickey. Und der bringt schon Arc-Punkte. So. Dann kein Mickey mit Miriam. Wie stoppen wir das Ganze? Fricke stoppen, Khufu stoppen. Zack. Oder wir spielen es doch mit Miriam. Zack. 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 So. Wie stoppen wir? Wo ist denn der gute alte, den ich ewig nicht benutzt habe? Wo ist Zock? So, maximaler Damage muss sein hier. Los geht's. So. Zwei Grüne. Oh, das ist viel Gelb. Aber wir müssen erstmal Grün spielen. Stopp. So. Bitte schubst das nicht auf mich. Es war so klar. So, zack. Kriegen gleich wieder gelb. Spielen wir mit Rot rein. Wie lange noch? Eine Runde. Dann können wir das machen. Der Khufu darf gern auslösen, danach ist aber vorbei. So, das war Marcel. Der hat auch gut Punkte gegeben. So. Der nächste. Der ist ja richtig auf der. Hier können wir Mickey spielen. Das sind doch keine Kleriker oder sonst sowas. Ja, hier können wir Mickey spielen gegen Killer Bee. Der wird auf jeden Fall eingepackt. Zack. Dann spielen wir. Haben wir noch irgendwie eine Damage-Kombo, die alles aus dem Leben vögelt? Morell, Sobek. Ha.
Ich glaube, ich bin hier mit Spott. Wo ist er denn? Da ist er. Und richtig defensiv. Wen nehmen wir mit so für den Damage? So, los geht's. Der nächste. Das müsste reichen, dass Elfriede nicht auslöst. Das machen wir so. Und dann machen wir den. So. Machen wir den. Und das war Killer B. So. Dann. Das ist ja interessant. Welchen Punkt haben wir denn, wo jemand Mensch durchknarzt? Mein Stuhl knarzt. So. Hier müssen wir einfach nur Buffs entfernen oder nicht zulassen. Da haben wir doch garantiert noch irgendwas, was keine Buffs zulässt. Zack. 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 Und dazu. Haben wir noch einen Entferner? Offensiven Entferner? Nur für den Fall der Fälle. Haben wir sowas? Ja, wir können auch Catman spielen. D-d-d-d. Ah, okay, Sabina wäre. Aber wir wollen nicht noch mal Lila. Wir wollen doch nicht noch mal Lila. Gucken wir noch mal an hier die Gegner. Komm. Melendor. Melendor. Der sollte doch eigentlich genau das tun, was wir wollen. Der hat zwar keine Wappen mehr. Entschuldigt. Aber der kriegt die Dicke. So, der Rechte ist der kleinere. Den muss ich zuerst zünden.
So, dann machen wir das. Stopp. Och Mann. Natürlich. Dann müssen wir uns jetzt erstmal den Melender holen. Aber wir haben ja alles. So. Zack. Zack. Weg damit. Du hast 1600, du hast 1700. Okay. Dich zuerst. Dann dich. Dann dich. Dann, wo kriegen wir Lila schneller wieder ran? Glück gehabt. Glück gehabt. So, zack, zack, zack. Das war blub. War nicht das optimale Team. So, jetzt habe ich noch einen Angriff. Wir haben noch zwei insgesamt. Jetzt schauen wir mal, was ich noch basteln kann. Gibt es irgendwas, eine nicht-eifrige noch? Gibt da noch den Druck? Wollen wir mal kurz Pause machen? So, muss ich noch mal ein kleines Päuschen machen. Da kam ein Anruf rein. Ich meine, ich werde jetzt kein Top-Team mehr hier zusammenstellen können. Ich überlege, ob ich den Druck mache oder ob ich den Zoni mache. Was macht denn er nochmal? Beschwörten Söldnerfeind, 38% Leben. Der macht eigentlich nur Schaden. Was macht der Otis? Der macht nur Schaden und verringert die Heilung. Okay. Vielleicht wird es Zoni werden. Das ist ja wirklich nur Schaden. Nichts anderes und Heilungsverringerung. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da. Habe ich noch einen Spotter? Nee, habe ich nicht. Kein Spotter mehr. Schaden verringern. Oder nicht auslösen lassen. Habe ich da noch irgendwie was? Das ist gerade interessant. Gegenschlag wäre natürlich auch eine Maßnahme. Aber ich habe zu wenig Erfahrung mit Gegenschlagteams, als dass ich das jetzt live reinspielen würde. Das müsste ich mal in Überfällen testen. Center. Wie viel Death Down? Puh, das ist eine Menge Death Down. Ach, nicht du. Du. Ich weiß, der ist 370, aber mir, der Buff ist ja genauso stark. Und der erhöht dann den Schaden von den anderen Kollegen immens. Andere Kollege wird er hier sein. Und wahrscheinlich der Octros. Ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich viel Heilung einpacken. Und ein Stopper. Wo ist denn hier mein? Da ist er ja. So, zack. Und jemand, der aufhält. Unatel ist eigentlich nicht schlecht, aber ich habe vielleicht eine bessere Option, die direkt stoppt. So, okay. Du machst 250% flach, 869. Du kommst bis auf 340. Okay, dann kriegst du das. Dann kriegst du das. Und dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. Das sieht doch gut aus. Oder sieht es das? Zack. Der wird auf jeden Fall einmal auslösen. Oder auch nicht. Nö, wird er nicht. Perfekt. Dann machen wir das. Dann machen wir das.
Machen wir mal den. Vielleicht fällt dir noch ein bisschen rot hin. Oh mein Gott. Ja, okay. Ist okay. Ich wollte eigentlich mehr rot haben. Hoffen wir mal, dass. Nö, sieht gut aus. Damage war hoch genug. Ja, sehr schön. Dann haben wir 6 Oneys gemacht gegen die Chilis. Grüße gehen auf jeden Fall raus an euch. Ich bedanke mich bei allen, die so lange zugeschaut haben. Und ja, haut rein, bis denn. Ciao, ciao.